Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge Let's Play Minecraft ins Spielerprojekt. So. Aber eingesammelt. Jetzt hier hoch. Jump. Ja. Natürlich nicht geschafft. Jetzt bauen wir uns da oben in die Freiheit. Sieht so Freiheit aus. Ich weiß es nicht. So. So. Schön Stein abbauen. Ja. Das macht doch Spaß. Über den Stackfäden. Ja, kann ich mir auf jeden Fall ein paar Böken machen. Aber die bringen mir ja nichts ohne Verzauberungstisch. Und so. Ich habe jetzt auch überlegt gerade, ob ich mir vielleicht ein Haus baue und dann von dem Haus aus Gänge mache. Also ein Haus. Am besten suche ich ein Dorf, weil da sind dann hier meistens Schweine und Karotten. Da kann ich mir dort so ein Villager-Haus klauen und kann dann mit den Karotten Schweine züchten. Und mit diesen Schweinen kann ich dann Nahrung züchten. Mit dieser Nahrung. Ich gucke gerade beim Mikrofon an, ob das überhaupt an ist. Habe ich vorher nicht kontrolliert. Das mache ich sonst immer, aber diesmal nicht. Warum nicht? Und mit dieser Nahrung habe ich dann Nahrung. Wisst ihr? Wisst ihr, wie ich es meine? Und hier ist eine Höhle. Fackel und Fackel. Hey. Und Fackel und Eisen. Wie viel Eisen habe ich denn jetzt noch? Ich brauche ja noch was für einen Amboss. Das reicht nicht für einen Amboss. Oder? Drei Blöcke sind 27 und vier einzelne sind 31. Das reicht locker easy. Aber wir nehmen mal noch ein bisschen was mit, weil ich muss mir dann noch neue Ausrüstung machen irgendwann mal. Ein Creeper. Wieso explodiert der? Explodiert doch gar nicht. So. So. War ich hier schon? War ich hier schon? What? Wieso war ich hier schon? Na klar, hier bin ich runtergegangen. Hier war mein Ofen. Jetzt wird mir alles wieder klar, dann geht's hier raus. Junge, was für ein Zufall. Das war natürlich alles so geplant, aber... What? So, da war noch Eisen. Da war Eisen. Da ist noch mehr. Ja, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Dann... schenke ich dieser Welt zwei Sandsteine. So. Es ist gerade Nacht draußen, oder? Dann können wir am besten hier unten noch unser Bett platzieren. Ja, dann nehme ich natürlich die Stöcke in die Hand. Lass mal wieder raus aus dem Bett. So, dann schlafen wir. Da sind wir wieder im Moorwald und da ist auch schon eine Kuh. So, da unten steht noch eine und da steht ein Esel. Hab ich nicht einen Sattel bekommen? Nee, habe ich. Ah ja, stimmt, im Dungeon war ja keine Kiste. Stimmt. Stimmt ja.
Wie viel Platz habe ich jetzt eigentlich noch im Inventar? Nicht mehr viel. Schmeiß ich ein paar Sachen weg. Das kann weg. Das kann weg. So. Hallo. Hihi. 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 Vier Schläge halten die aus. So sind so stark wie ein Zombie. Also glaube 20 Leben hat ein Zombie. Ich weiß es nicht, aber ich denke schon. Ne, wie viel Tick Damage macht das? 7, ne? Ne, 6. 6 mal. Ne, dann müssen es der, dann sind es 3 Schläge. Ne, mit dem Dierschwert braucht er. 4 Schläge. Mit dem Dierschwert braucht er 3, weil das hat er 7 Attack Damage. Und 7 mal 3 sind 21. Ich habe in der Grundschule aufgepasst. Ja. So. Noch ein bisschen Zuckerrohr. Dann ist ja die Pilzinsel. Ich habe mir das erste Let's Play mal angeguckt. Ich bin tatsächlich auf diese Pilzinsel gegangen. Und von dort aus habe ich dann mein Abenteuer gestartet. Da habe ich mich noch gewundert, warum ich dieses Myzel abbaue. Aber nur normale Erde bekomme. Dann machen wir hier mal kurz ein Lager. So, dann tun wir hier mal ein bisschen Fleisch rein. So, und dann kommt hier das rein und das rein. So. Ich sichte ein Pferd. So. Frieden. 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 Komm, ich will Herze. Okay. Das bringt mir jetzt relativ wenig, leider. Wie komme ich runter? Ach ja, da unten steht's ja. Screenshot. Ein schöner Screenshot. Hi. Das ist wirklich wundervoll. Was will man mehr, ein Minecraft-Spieler und sein Pferd? Ich weiß alles über Pferde. Wisst ihr alles über Pferde? Ich weiß es nicht. So, könnt ihr alles auf Pause drücken, alles lesen. Ich lese das jetzt nicht vor, das weigere ich mich jetzt. Jetzt können wir mal noch in die Hand nehmen und dem Pferd zeigen, guck mal. Pfeile. Guck mal. Pfeile. Ciao, Pferd. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Das war so ein Friedensschlag, wisst ihr? Ich wollte dem Pferd meine innerliche Verbundenheit beweisen, indem ich es geschlagen habe. Ja. So. So. Hier müsste schon ein wenig Eisen geschmolzen sein. Ja, perfekt. Oh, erstmal daneben drücken hier auf den Knopf. Da haben wir schon mal zwei gesnackt. Und Regeneration auch wieder. So, hier schon mal zwei Gold. Ist ja perfekt, ne? Was könnte ich denn im Notfall wegschmeißen? Das könnte ich wegschmeißen. Das könnte ich wegschmeißen. Das. Woher habe ich bitte schön? Achso, aus dem Ding, Zaun. Das könnte ich wegschmeißen. Das, das, das. Und das. Und so, ja. So. Dann gehen wir weiter. Jetzt wollte ich euch nur mein Inventar zeigen. Und dann geht's auch los. Wieder ins Abenteuer. Ja! So, dann hier unten lang. Abgebaut. Perfekt. Dann bräuchte ich mal kurz mein Werkbank. Mein Werkbank. Und dann muss ich mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Aber ich will
Hier bestimmt. Nee. Nee. Eine Karte mache ich mir auf jeden Fall auf. Das ist nämlich relativ praktisch. Ne, hier nirgendwo. Eh nicht. Eh nicht. So. Da muss es ja hier sein, oder? Nee. Nee. Hier sicherlich. Nein, da ist es doch. Mann. Halbes Jahr gesucht. So. Und los geht's. Ins Abenteuer. Mit dem Schiffchen unterwegs. Ich weiß nicht, wieso ich es jetzt gemacht habe. Darf ich jetzt schwimmen? Ja, schön. Ich würde eigentlich diese Taste drücken und gucken, wie ich in diesem Teil drinne bin. Ja, nee, falsche Richtung. Ich komme der Steuerung nicht so recht aus der Sicht. Das wird 10. Folge auf jeden Fall nichts mit Diamanten. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Juhu. So, da hinten sehen wir die letzten Blicke des Urwalds. Da oben die Baumwipfel. Das sind sie. Da sind sie, die Baumwipfel. Jojo. Und dann beende ich die Folge auch, wenn ich auf dieser Insel bin. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung und vielleicht auch ein Abo da. Und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn ich wieder Minecraft Projekt Einzelspieler zocke. Bis dahin. Tschüss.